Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, hier zu einer weiteren FS22-Mod-Vorstellung. Und in diesem Fall, ihr seht es schon hier im Hintergrund, der Wilson Pace Setter. Da ist das Originalgerät aus dem Spiel verwendet worden und nochmal angepasst worden. Zum einen gibt es eine Farbwahl und unrealistische Füllgewichte bzw. Füllvolumen, aber auch unrealistische Füllgewichte. Werden wir aber gleich noch einmal dazu kommen. Das natürlich für die Spieler unter uns, die XXX Mega L spielen wollen und so viele viel alleine schaffen wollen auf dem Feld. Den Mähdrescher habe ich euch vor kurzem schon mal vorgestellt. Das heißt, da habt ihr schon das entsprechende Gerät dazu. Und jetzt müsst ihr natürlich auch was haben, womit ihr diese ganzen Mengen abfahren könnt, die ihr da vom Feld runterholt. Und dafür ist dieser Pace Setter ganz praktisch. Ihr seht schon hier, könnt es vielleicht ahnen, unten in der Ecke, ich werde gleich mein Bild nochmal entfernen, dann könnt ihr das auch genauer sehen, da sind jetzt schon 240.000 Liter drin. Ja, ansonsten gibt es dazu nichts zu sagen, wie gesagt, das ist das Gerät aus dem Vanillaspiel, das heißt Texturen, alles passt, das ist eben sauber und die Farbwahlen sind eben hinzugekommen. Da gucken wir uns aber erstmal im Shop an, bevor wir hier weitergehen, wie das aufgebaut ist. Also ihr findet das Ganze unter der Kategorie Geräte und Anhänger. Natürlich, dann haben wir hier den Wilson Pace Setter in seinem Standard. Da gucken wir nochmal kurz rein. Kennzeichen, Felgen, Farbwahl, brauchen wir jetzt nicht alles durchgehen. Und die Hauptfarben, da seht ihr, da gibt es nur 4 Stück an der Zahl. Und ansonsten sind wir auch konfigurationslos des Weiteren. So, ihr findet den Pace Setter von Stevie. Link übrigens wie immer in der Videobeschreibung, falls ihr dahin wollt. Findet ihr entsprechend hier und da gibt es schon eine Konfigurationsmöglichkeit mehr, eben die Kapazität. Da kommen wir hier auf 240.000 Liter oder eben 480.000 Liter. Was natürlich schon eine ganze Menge ist. Ne? Wir kommen von 40 Kubikmeter und gehen dann entsprechend hoch auf die 240 oder die 480. Dann könnt ihr die Hauptfarbe entsprechend wählen. Das ist rein diese Farbe hier. Die Planfarbe bleibt weiterhin schwarz. Hauptfarbe aber in eurer beliebigen Farbe. Also es gibt eine ganze Menge mehr, die ihr da eben konfigurieren könnt. Und ihr seht, das hat auch den Auslass. Also das Ding hat hier zwei Füllkammern. Und da kommen wir dann jetzt auch schon als nächstes dazu. Ich habe mal den, das ist der normale Mack Truck. Der Superliner, den habe ich mal ausgewählt und habe gedacht, okay, mit 400.000 Litern wird der wohl kaum durch die Gegend fahren. Ich habe schon mal eine Kammer komplett gefüllt, das heißt, da sind schon mal 240.000 Liter drin, die übrigens auch frei zu befüllen sind. Das heißt also, ihr müsst nicht das gleiche da reinfüllen. Kammer 1 kann was anderes aufnehmen als Kammer 2. Aber ihr seht es schon hier, der verhält sich ganz normal. Das heißt, die Gewichte wurden für dieses Gerät auch deaktiviert bei diesen großen Füllvolumina, sonst würde der LKW den gar nicht erst nach vorne ziehen. So, ja, soll ich sagen, hier haben wir den Drescher, das ist genau aus dem gleichen Modpack, da findet ihr eben auch den Drescher, den habe ich vor kurzem vorgestellt, aber ich glaube, wir müssten den erstmal hier ein wenig umparken, dass wir da auch entsprechend füllen können. Dann können wir uns direkt mal die Überladegeschwindigkeit anschauen. Und ihr seht, das dauert zwar ein bisschen, aber es sind auch 240.000 Liter. Und das auch da wurde entsprechend reingedreht. Das heißt, die Überladegeschwindigkeit für 240.000 Liter, das ist natürlich schon enorm. Das geht schon sehr gut. Und dann werden wir jetzt gleich natürlich, wenn der übergeladen hat, auch mal losfahren und entsprechend das, ja, das Füllgut wegfahren. Ach so, ja. Also Motoren müssen angeschaltet bleiben, sonst hört er auf überzuladen. Dann bleiben wir nochmal eben hier drin. Aber es gibt natürlich in den Einstellungen die Möglichkeit, das so einzustellen, dass die Motoren eben nicht ausschalten, wenn ihr das Gerät verlasst. Wie gesagt, eure Farbwahl natürlich ganz euch überlassen. Ja, ansonsten könnt ihr den hier natürlich zuklappen. Und wie gesagt, der LKW tut so, als wäre eben nichts drin. Jetzt also bei der Feldüberfahrt passt die Geschwindigkeit, als wäre der
Anhänger entsprechend leer. Also man merkt das Gewicht hier auch an der Stelle nicht. Das dürft ihr aber natürlich, spielt das so, wie ihr das möchtet. Ihr könnt den natürlich auch mit dem realen gut spielen und dann eben nur die 40.000 Liter drin, nur in Anführungszeichen 40.000 Liter drin haben. So, und hier seht ihr auch schon, auch hier läuft es gerade los. Und wie ihr seht, auch der leert sich für die 240.000 Liter schon enorm. Ich denke, das ist so angepasst worden, dass das sehr nah, weiß gar nicht, läuft der jetzt, nee, läuft jetzt auch nicht weiter. Also man muss drin sitzen bleiben, dass der entsprechend ablädt. Ja, viel mehr gibt es, glaube ich, zu diesem Pacesetter gar nicht zu sagen. Konfigurieren könnt ihr das entsprechend, habt da eine ganze Menge drin. Schalt nochmal eben meine Webcam aus, dann seht ihr eben da 419.000 Liter und jetzt läuft es hier auch so, dass ihr auch das ordentlich sehen könnt. So, meine Lieben, wenn euch diese Mod-Vorstellung gefallen hat, dann lasst mir doch ein Däumchen da und einen netten Kommentar. Und dann würde ich sagen, wünsche ich euch viel Spaß mit diesem XXL Super Modpack von Stevie. Alles Gute, bye bye und ade.